Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, jetzt, wo die halbe Stadt schläft. Lass uns die Stadt auseinandernehmen. Es gab schon viele, die das mit mir wollten. Und? Du bist der Erste, dem ich das auch zutraue. Aber wir beide alleine, das wird trotzdem verdammt schwer. Überleg dir das gut. Ach ja, ich habe jetzt noch mal schnell gespeichert vorher. Jetzt gehen wir noch mal schnell zum Phil runter. Dass er hier die Waffen bereit macht, die Waffen verteilt an die Genossen. Und dann können wir schon loslegen. Und dann befreien wir Kapdun. Ach komm, ist egal. Ich habe mit Wenzel gesprochen. Sehr gut. Und? Macht er mit bei der Revolution? Davon gehe ich aus. Sehr gut. Dann geh und mach ihn zu deinem Waffengefährten. Ich werde den Rest der Stadt mobilisieren. Wir werden dir helfen, wenn du den Kampf mit den Orks aufnimmst. Wie genau läuft das mit der Revolution? Sobald du den Kampf mit den Orks aufnimmst, wissen wir, dass es losgeht. Und denk dran, nur wenn du den obersten Ork der Stadt tötest, haben wir eine Chance auf Erfolg. Verstehe. Jetzt sind sie alle orange wieder. Das kenne ich schon. Ah, schade. Mann, was willst du? Der Untergrund wird uns unterstützen. Lass uns jetzt kämpfen. Worauf warten wir dann noch? Folge mir. Ich werde kämpfen bis in den Tod. Ja dann. Ich werde dich zerstören. Okay, probieren wir es einfach nochmal und gehen es mal ein bisschen langsamer an. Naja, ich und Wenzel, da haben das Problem. Wir müssen uns von den Leuchtturm da oben runterkämpfen. Ich habe mit Wenzel gesprochen. Sehr gut. Davon geht es. Sehr gut. Wir werden. Wie genau, Leute? So, und. Verstehe. Was willst du? Lass uns die Stadt auseinander. Es gab schon. Und? Du bist der. Aber. Der Untergrund. Worauf war. Ich. Dein Kopf gehört mir. Oh!
Wie liegen wir denn da? Okay, also da sind wir leider noch nicht stark genug, aber naja, was soll's. Na gut, dann... Dann lassen wir das erstmal, würde ich sagen. Schwer. Hier steht was über Alchemie. Naja, gut. Oh, wo geht's denn hier noch hin? Die Kiste hat man ja schon. Ja. Gib mir dein Heilkraut. Zu schwer.
Da! 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 Wo, 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 wo? Alter. Kommt da noch so ein Crawler da hinten an? Mein Crawler. Goblin? Da! Da! Echt jetzt? Oh. Da! Zu schwer. Meine, das bringt mir ja wieder was ein, ja. Oh, Rohstahl. Also was ist denn das für eine Riesenhöhle hier? Alter!
Also die Ogre, die haben das auch schon ganz schön in sich, ja, also. Na komm. Alter. Drei Schläge. Brauch unbedingt Geld für Stärke oder so. Aber da bringt man das auch, oder? Muss ich mal gucken. Ey, der hätte noch einen Schuss, hätte der nur noch gebraucht. Aber es war auch eine ziemlich große Höhle, also muss ich ehrlich mal sagen. Aber wenn da am Anfang schon ein Minecrawler kommt, ja. Ja, ich sage doch, Heiltränke wären halt nicht schlecht, weil bauen kann ich, also bauen kann ich sie ja. Also das ist nicht das Problem. Ja, da geht es hauptsächlich nur darum, dass wir keine Wasserflaschen finden. Ja, die Paladine sind hier halt die Stärke, die stärkste treibende Kraft, gell? Darum sind sie auch in meisten Fällen immer die Anführer von irgendwelchen Dörfern. Meistens. Ach, du läufst unten. Da wollen wir als nächstes hin. Da gehen wir als nächstes hin. Ach, hier ist doch der Teleportstein. Oh,
ich hab dir Zeug geschickt, dann nehmen wir auch die Heiltränke mit hier. Silberpokal. Wir sehen uns. Gut, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ich hoffe, die Orks lassen uns hier noch eine Weile in Ruhe. Zeig mir deine Ware. Dietrich hatte dabei Fleisch. Oh, 5 Wasserflaschen. Dietrich, nehmen wir alle mit. Bolzen, 9, 999. Kratzer der Welt, Schnaps, gute Knarre, Schnaps aus Schnapsbeeren. Boah, den können wir eigentlich mitnehmen. Leere Flaschen brauchen wir nicht. Ja. So, dann haben wir hier noch ein Lagerfeuer. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. So, machen wir das. Alchemitisch haben wir bestimmt auch hier. Geh mal weg hier. Das kenne ich schon. Alchemitisch, nein. Alchemie. Wo haben wir es denn? Nee. Nein. Du musst doch irgendwo, links sein. Sprach zu dem ewigen Wanderer, leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Stadt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Tja, was willst du hören? Am besten wäre es nie anders. Glaubst du wirklich? Innos! Ich werde einfach abwarten. Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Ich habe damit kein Problem. Flammenschwert rufen, Flammenwelle, böses Vernichten, Wort der Herrschaft, Fernheilung. Was haben wir hier? Gewähre mir die Kraft deines Segens. Lichtheilung, Vergiftung, Feuerball. Dazu bin ich noch nicht bereit. Ah, okay. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Man muss eben auf. Bekam er da in der Kneipe oder was? Was gucken die nur alle hier? Das kann doch nicht wahr sein. Stand hier nicht eben gerade noch ein Händler hier? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Oh, da hat auch noch mal Wasser. Dietrich nehmen wir auch mit.
Fackeln brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber nehmen wir trotzdem mal mit. Ich brauche nur so einen räudigen Tisch, gell? Also... Das kenne ich schon. Ah, hier ist doch einer. Hier steht was über Alchemie. Ah, hier brauchen wir die Flaschen. Na gut, dann beginnen wir uns mal. Von der Kiste weg. Ja gut, die Stadtbefreiung läuft ja nicht weg. Ist jetzt nicht das Problem. Also, kann man ja jetzt Zeit lassen. Immer so, gell? Die können es einfach nicht lassen. Warum verzieht denn manchmal die Maus so? Falsch abgebogen oder was? Nee, geht schon, doch geht schon hier lang. Sagen.
führt denn der Weg mich hin? Du kommst schon zu spät. Es ist alles weg. Was ist dein Problem? Sieh dir den Schlamassel auf der Straße an. Die Banditen haben mir alles genommen. Verflucht seien Ortega und seine Schweinebande. Was haben sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit 5 Kisten Lampenöl. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest, sollte es nicht dein Schaden sein. Dieser Ortega, was ist das für ein Typ? Ortega schert sich weder um die Orks noch um irgendjemand anderen. Er ist der Schrecken der ganzen Küstenregion. Seine Banditen morden und klauen, was das Zeug hält. Jemand sollte ihm mal gehörig den Arsch versohlen, wenn du mich fragst. Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich warte auf ein Wunder. Oder noch besser, auf die nächste Ork-Patrouille, die mich in die Minen schickt. Wo ist dieser Banditenboss Ortega jetzt? Das Schwein hält sich versteckt in irgendeiner Räuberhöhle hier an der Küste. Wenn ich wüsste wo, würde ich die Orks auf ihn hetzen. Verstehe. Jetzt dahin, wenn dort, ja. Also wir müssen in die Richtung. So, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.